Linus Alenius, congratulations, drawn against Swiss champion FC Basel. How did you see the match? Of course, it was a hard game. It was a lot of running and Basel had a lot of ball, but I think we played a really good game defensively. They didn't create so many 100% chances and we were leading 1-0 until the last minute, so it was really hard to lose 3 points today. You returned to the starting 11 and scored a goal. A good game for you. Yeah, I think the whole team made a good game. We were fighting for each other and we did a good game defensively. We ran a lot and fight for each other and I'm happy to score, but today I wanted 3 points. But 3 home games, 3 goals. Why are you so successful at the moment? I don't know. I feel better and better in my body and I train good and it's fun to play here now when the stadium is full and you get energy from the crowd. So yeah, it's good right now. Thank you very much. Christopher Teichmann, nach etlichen Spiel ohne dich bist du heute wieder zurück und gerade in der Startformation gsi. Bist du überrascht gsi von deiner Aufstellung? Ja, der Trainer hat mir schon gestern gesagt, dass ich heute spielen werde und darum habe ich mich auch gut können darauf vorbereiten auf den Match. Ich habe Basel ja schon mal gespielt, also ist es ja nichts Neues gewesen. Wie bist du ins Spiel gekommen? Wie hast du das Spiel gefunden? Ja, es war ziemlich schwer gewesen, in den Match reinkommen, weil Basel oft nur gespielt hat und sie nur den Ball hatten. Und da bleiben halt nicht viel Ball für uns, um gut ins Spiel reinzukommen. Aber ja, ich denke, wir haben es nicht schlecht gemacht. In der zweiten Halbzeit bist du dann ausgewechselt worden. Was ist passiert? Bist du angeschlagen? Ja, ich habe wirklich nicht mehr. Ich habe jetzt in letzter Zeit nicht mehr viel Match gemacht. Und dann langt es einfach nicht gegen Basel für 90 Minuten. Merci vielmals. Guten Abend miteinander, FC Aarau, FC Basel, Medienkonferenz nach dem Spiel 1-2. Schlussresultat, ich übergebe es vor dem Murat Yakin für eine Stellungnahme zu dem Match heute. Also. Ja, es war ein aufwühlender Match gewesen, mit dem Spielanteil von uns, wo ich sicher sehr zufrieden bin und von der Leistung, von der Chance haben wir gesehen. Wenn man da am Anfang das Goal schiessen kann, dann sieht das ganz anders aus. Sind vielleicht bei einzelnen oder bei einigen Situationen hat ein bisschen das Glück gefehlt von uns, aber auch die Entscheidungen von Schiedsrichter, wo wir müssen damit leben, aber die Mannschaft nach dem Rückstand zurückgekommen, hat unbedingt den Ausgleichsgoal wollen suchen und wir haben es erreicht. Das ist absolut das Positive, wenn wir nachher 1-1 spielen und die Mannschaft nachher, wie wir gesehen haben, alle den Ball geholt, zurück auf die Linie, noch wirklich alles probiert. Und wenn da noch einer am zweiten vorsteht, dann können wir das Spiel noch. Aber Aarau hat dagegen gehalten, hat gut verteidigt. Aber wir haben sicher zu wenig gemacht aus der Chance, die wir vor dem Goal. Zu wenig. Das ist sicher schwierig auf dem Platz, vor allem wenn du offensiv musst, technisch gut spielen, die Lücken finden. Aber so insgesamt zurückkommen und das zeigt auch die große Moral von unserer Mannschaft und das große Kompliment an meine Mannschaft. Danke. Vielen Dank. René Weiler, verärgert über den Gegentreffer zuletzt noch oder glücklich über das 1-1? Ja gut, also wenn wir vor dem Spiel gewusst hätten, dass wir 1-1 spielen oder können spielen, hätte ich natürlich das wahrscheinlich angenommen. Wenn man aber den Ausgleichstreffer in der 93. bekommt, ist man natürlich auch unzufrieden und ein Stück weit auch ein bisschen gefrustet. Aber ich glaube, der Ausgleich war sicher verdient gewesen. Unglücklich war der Zeitpunkt gewesen. Aber wir haben leidenschaftlich wieder gespielt. Sehr solidarisch, haben alle miteinander verteidigt. Und dort sind wir wieder versucht, irgendwo Nadelstich zu setzen in der Offensive. Das Goal von Alenius war toll gewesen. Auch zu einem guten Zeitpunkt gekommen. Und ich muss an der Mannschaft auch ein Kompliment machen. Es ist schön, wenn beide Trainer ein Kompliment verteilen können. Ich muss der Mannschaft auch ein Kompliment machen für den Auftritt und für den schlussendlich vor allem kämpferisch verdienten Punkt. Herzlichen Dank. Und 8'000 Zuschauer bedeutet übrigens Ausverkauf zu Hause im Rückenfeld unterdessen. Auch das erfreulich.